Ein Auftragskiller kündigt per Mail einen Mord an. Michael Naseband lässt sich auf einen gefährlichen Undercover-Einsatz ein, um den Auftraggeber zu entlarven. Was hat denn das zu bedeuten? Es geht dich einen Scheiß an. Und ob mich das was angeht, das ist ja schließlich meine Pension. Scher dich raus, wir haben einen Auftrag zu erledigen. Was denn für ein Auftrag? Wir müssen aus dem Meister rauskriegen, was er den Bullen erzählt hat. Hey! Hey! Und? Noch nichts Neues von Michael. Wir müssen irgendwie rausfinden, wer das Ziel des geplanten Mordes ist. Ja, aber die einzige Spur, die wir haben, ist diese ominöse E-Mail an den Schneider und Wilmer Verlag. Moment mal. Verlag. Da habe ich doch heute was. Haben Sie die heutige Zeitung da? Ja, hier. Moment mal. Hier, Volker Schneider. Einflussreicher Verleger. Ja, das wissen wir. Ja, aber wissen Sie auch, dass der heute Abend einen Empfang gibt? Oh. Um 21 Uhr bei sich in der Villa. Und da kommen garantiert einflussreiche Leute aus Politik und Wirtschaft. Das kann doch kein Zufall sein. Dann hat es der Auftraggeber auf einen der Gäste abgesehen. Oder auf den Verleger selbst. Schau, bist du. Darf ich vorstellen, meine Gattin Sandra. Schatz, die Herren sind von der Polizei. Schönen guten Tag, Gras ist mein Name. Guten Tag. Bitte, Tag. Aber was macht denn die Polizei hier? Ist irgendwas passiert? Noch nicht. Was meint ihr denn damit? Na ja, die Herren vermuten, dass es hier und heute zu einem Mordanschlag kommen könnte. Auf unserem Empfang? Einer unserer Gäste könnte das Ziel sein. Ja, oder sie selbst. Ein Mann? Beim besten Willen. Ich kann mir nicht vorstellen, wer ein Interesse an meinem Tod haben sollte. Und was ist mit Nils? Bei allen Differenzen. So weit würde Nils nie gehen, Sandra. Verzeihen Sie bitte, wer ist Nils? Nils ist mein Sohn aus erster Ehe. Es gab da in letzter Zeit immer wieder einige Spannungen. Meine Güte, als Juniorchef habe ich eben andere Vorstellungen darüber, wie man einen modernen Verlag leitet. Und als Juniorchef haben Sie bestimmt auch Einblick in alle E-Mail-Accounts des Verlages, oder? Sicher. Warum? Weil wir im Besitz einer E-Mail sind, Herr Schneider. In der wird für heute Abend, 21 Uhr, ein Auftragsmord angekündigt. Und was habe ich damit zu tun? Der Mordauftrag wurde von einem E-Mail-Account des Schneider und Wilmer Verlages abgeschickt. Also von Ihrer Firma. Ich war sicher nicht. Sie können gerne meinen Laptop untersuchen. Was ist denn passiert? Sie sind ohnmächtig geworden. Diese Typen haben Ihnen den Arm gebrochen. Ich habe Ihnen erstmal eine schmerzstillende Spritze verpasst. Danke. Das ist noch von zurück. Glycerol-Trinitrat hilft gegen Angina pectoris. Das hört sich auch ganz schön kompliziert an. Nicht wahr? Dabei ist es nichts anderes als Nitroglycerin. Das dann? Collodium. Damit verschließt man kleinere Wunden. So, das war's. Und danke für die professionelle Verarztung. Und du hast gelernt? Ich war mal Krankenschwester. Dann habe ich Medizin studiert und Chemie. Ach, dann sind Sie Ärztin, ja. Ich habe das Studium abgebrochen, als ich die Pension hier übernommen habe. Ich habe zu spät gemerkt, wie runtergewirtschaftet die ist. Und was hier für ein Pack verkehrt. Ja, das kann man wohl laut sagen. Das war doch echt nicht nötig. Ich habe euch doch erzählt, dass ich dem Bullen nichts gesagt habe. Scheint so. Zumindest glaubt der Boss das jetzt auch. Wenn der uns keine SMS geschickt hätte, dass wir aufhören sollen, dann gäbe es dich jetzt vielleicht gar nicht mehr. Super, da muss ich wohl noch dankbar sein, ja? Wie hängen Sie denn damit drin? Naja, die Pension läuft einfach nicht gut und da bin ich in diese Kreise so reingerutscht. Wer ist denn überhaupt der Boss? Keine Ahnung. Was denn? Sie müssen da wissen, für wen Sie arbeiten. Wir kennen ihn alle nicht persönlich. Wir stehen nur per SMS in Kontakt. Halt Maul, Alte. Ist doch kackegal, wer er ist. Hauptsache, die Kohle kommt rüber. Alles klar, Alex. Danke. Unser Verdächtiger hat ausgepackt. Er behauptet, dass die Frau, die bei ihm im Hotelzimmer war, in dem Zug angeredet hat. Sollte mir mal passieren. Sie sagte auf jeden Fall, dass sie aufgrund einer falschen Anklage verfolgt wird. Deshalb wollte sie mit ihm in den Süden flüchten. Und deshalb hat er sie gedeckt. Romantisch, oder? Sehr romantisch. Ja, und was mit der Pistole? Gehört anscheinend ihr. Und jetzt kommt's.
Die kroatischen Behörden haben seine Identität bestätigt. Er heißt wirklich Miro Kostov und ist erst seit 2 Monaten in Deutschland. So ein Mist. Dann kann er die anderen Auftragsmorde gar nicht begangen haben. Robert, wir haben den Falschen. Die Frau. Was meinst du? Die Frau. Na, überleg doch mal. Der Auftragsmörder. Es muss die Frau sein. Sascha Grebach. Ja. Pass auf, die Identitäten, die der Killer bislang angenommen hat. Chris, Sascha, Alex. Das sind auch Frauennamen. Das erklärt auch den Anruf. Dann hat er nicht sein Handy angerufen, sondern wirklich das von Sascha Grebach. Ja. Er hat ihr mitgeteilt, dass wir ihn für sie halten. Und dass er dem Haftrichter vorgeführt wird. Deshalb hat sie es organisiert, dass er freikommt. Weil sie erfahren wollte, was er bei uns ausgeplaudert hat. Scheiße. Die Frau rennt noch frei rum. Wenn Michael wirklich in ihrer Gewalt ist, dann wird sie bemerken, dass er nicht ihr Zugbegleiter ist. Dann hat er wirklich ein Problem. Es könnte auch sein, dass die Frau bislang noch nicht in der Pension war. Weil sie den Anschlag vorbereitet. Zum Beispiel. Das müssen wir verhindern. SMS vom Boss. Und? Der Auftraggeber möchte, dass der Boss den Anschlag auf den Verleger selbst erledigt. Was kam? Der Boss hat in der Kiste Bier springen lassen. Echt? Geil. Ja. Hm. Ja. Ach, hervorragend. Super. Blauer Renault, unten auf dem Hof. Hey, was gibt's denn da? Los, komm, wir gehen ein bisschen Fußball schauen. Wir sollen uns ein bisschen einen schönen Abend machen, bis die Sache gelaufen ist. Was hast du denn gemacht? Leute, ich habe jetzt keine Zeit für lange Erklärungen. Der Anschlag steht unmittelbar bevor. Das wissen wir, deswegen sind wir ja hier. Lass uns reingehen, den Killer suchen. Die Killerin. Eine Frau? Ich erklär's dir später. Okay, das SEK soll die Pension hochnehmen und die Typen einkassieren. Und hier brauchen wir auch Verstärkung. Alles klar. Moment, was ist hier mit dem Gipsarm? Erkan, er ist unser Kollege. Sagen Sie mal, was soll denn dieser Unfug? Sie können doch unmöglich jeden Einzelnen hier auf Waffen untersuchen. Wie stehe ich denn vor meinen Gästen da? Herr Schneider, ich habe jetzt nicht die Zeit und auch nicht die Muße, mit Ihnen zu diskutieren. Machen Sie mal die Scheibe runter. Was machen Sie hier? Parken. Ist doch nicht verboten, oder? Ich bin von der Kriminalpolizei. Hier findet gleich ein Empfang statt. Ich weiß. Dann haben Sie eine Einladung? Ich brauche keine Einladung. Ihre Papiere. Ich hab sie doch schon mal irgendwo gesehen. Nichts. Bisher haben wir bei keiner der anwesenden Frauen eine Waffe gefunden. Ich bin mir sicher, hier passiert gleich irgendwas. Vielleicht ist die Waffe hier irgendwo versteckt. Oh, ich muss raus. Ich muss die Gäste sofort begrüßen. Das geht nicht. Sie müssen hier bleiben. Das ist viel zu gefährlich. Und wenn die Killerin gar keine Schusswaffe benutzt? Sondern? Vielleicht eine Bombe? Sie sind ohnmächtig geworden. Diese Typen haben ihnen den Arm gebrochen. Was ist denn das für ein Zeug? Sie sind Sascha Grebach. Schlau erkannt. Steigen Sie sofort aus dem Auto aus. Los! Ich habe noch was zu erledigen. Später. Nein! Haben Sie mal eine Schere oder sowas? Gelatine. Eine Mischung aus Isoglycerin und Collodiumwolle. Ja, Robert, entsorg das bitte mal. Kann nichts mehr passieren. Okay. Los, rein mit dir! Gott sei Dank ist nichts passiert. Alles klar bei dir? Ja, zum Glück habe ich den Braten noch rechtzeitig gerochen. Sonst wäre es in Zukunft schwierig mit dem Pokern geworden. Darf ich vorstellen? Sascha Grebach. Sie hat die Zündung ausgelöst. Ach, wen haben wir denn da? Mit der Pensionswirtin.
die mich als lebende Bombe missbrauchen wollte. Wie sind Sie dahinter gekommen? Ich habe zufällig ein bisschen Ahnung von Sprengstoff. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Sehen Sie mal, ich hätte Ihnen auch nicht zugetraut, dass Sie so menschenverachtend mit anderen Leuten umgehen und sie nur zu Ihren Zwecken missbrauchen. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Ach, hören Sie doch auf. Sie haben sich doch schon im Zug an Miro Kostov rangemacht und dann mit ihm den Platz getauscht und so heftig mit ihm rumgemacht, dass selbst die Zugbegleiterin darauf aufmerksam werden musste. Ich würde mal behaupten, dass auch er seinen Spaß dabei hatte. Ja, aber der wäre ihm ganz schnell vergangen, hätte er gewusst, dass er dadurch für einen Killer gehalten wird. Was haben Sie eigentlich gedacht, dass Ihre Handlanger mich statt ihn in die Pension geschleppt haben? Eine kleine Überraschung war es schon, aber ich konnte sehr, sehr schnell umdisponieren. Sie hätten eine schöne Bombe abgegeben. Okay, danke. Das SEK hat die Kerle in der Pension festgenommen. Ja, wunderbar, mit denen habe ich eh noch eine Rechnung offen. Ja, aber da ist noch was. Sie haben die echte Pensionswirtin gefunden, in einem Schrank. Tot. Das ließ sich leider nicht vermeiden. Ja. Sie sollten langsam mal mit uns kooperieren. Wer ist Ihr Auftraggeber? Auftraggeberin steht direkt hinter Ihnen. Sandra? Du? Aber warum? Mario hat mich draufgebracht. Wir lieben uns. Marco. Marco Strebel. Du treibst es mit unseren Angestellten. Sag mal, bist du jetzt vollkommen durchgedreht? Sandra Schneider wurde wegen Anstiftung zum versuchten Mord zu 8 Jahren Haft verurteilt. Sascha Grebach wurde wegen mehrfachen Mordes, versuchten Mordes und Geiselnahme zu lebenslanger Haft verurteilt. Sven Masulke und André Bönkner wurden wegen Beihilfe zum versuchten Mord und Geiselnahme jeweils zu 13 Jahren Haft verurteilt.